Alter Vater. Hallo Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute mal endlich der zweite Teil zu meinem Chicken Nugget Test, den ich damals gemacht habe. Und ich dachte mir, ich mache heute mal ein Video dazu, zu den Chicken Nuggets mit Käse innen drin. Und ich dachte eigentlich, es gibt mehr. Also ich war bei vielen Läden, ich war bei zwei Edekas, zwei Lidls, ich war bei einem Aldi, ich war beim Kaufland, Rewe und so weiter, Netto war ich auch noch. Und irgendwie habe ich nur diese vier Sorten gefunden. Also wird es wohl so gewesen sein. Starte ich mal mit dem Hähnchen-Käse-Nugget von Rewe. Hier sieht man auf jeden Fall schon mal in der Panade super Sesam mit drin, was ich ziemlich feier. Also bei Hähnchen passt das super. Käse ist auch gut vorhanden, sieht man auf jeden Fall. Und sonst sieht es halt einfach aus wie so ein üblicher Chicken Nugget. Geschreddert bis zum geht nicht mehr, ne? Und ja, gepresst, ne? Geht fit. Schmeckt echt mal nach was anderem. Den Sesam in der Panade feiere ich total. Der schmeckt super dazu, weil es so einen leichten, ja, den Sesamgeschmack eben gibt. Ich hatte das in der Pfanne zubereitet und dann ist das auch noch schön knusprig und ja, passt einfach super dazu. Und der Käse ist auch sehr lecker. Dann komme ich mal hier zu dem von Iglo. Hier sehe ich auf jeden Fall schon mal, die nutzen einen anderen Käse. Soll irgendwie so ein Schmelzkäse drin sein. Und vom Geruch riecht es auch komplett anders einfach. Aber ich weiß natürlich nicht mehr, ob das vielleicht genauso riecht wie der Nugget von damals. Ist einfach zu lange her. Ja, und die Panade ist auch wieder üblich für Iglo. Mal sehen. Okay. Ich finde, das Hähnchenfleisch hier bei dem Nugget von Iglo schmeckt ein bisschen feiner. Der Käse ist auch sehr milder, irgendwie auffällig, nicht ganz, aber man schmeckt ihn schon raus. Und sonst die Panade ist ein bisschen brotig, sag ich mal. Also so gesehen, aber schmeckt der auch ganz gut, aber ist nochmal komplett anders als der von Rewe. Als nächstes habe ich dann diesen Nugget von Gutfried. Der ist mit Gouda und der sieht halt auch mit Abstand am zerkleinertsten aus, irgendwie, ja, was den Nugget angeht innen drin. Und der Käse, den sehe ich irgendwie nur in der Panade. Unterscheidet sich geruchstechnisch auch nochmal von den anderen beiden. Oh, ist ein bisschen anders vom Kauen. Wird irgendwie ziemlich trocken. Den Käse kann man minimal unter der Panade entdecken. Man schmeckt ihn auf jeden Fall gut raus. Aber irgendwie das, ja, zerkleinerte Hähnchen ist ein bisschen sehr fein und ja, wirkt sehr trocken beim Kauen. Also so gesehen ist jetzt nicht so meins gewesen. Gutfried, nichts gut. Als nächstes habe ich den Edeka Nugget, der einfach genauso aussieht wie der von Rewe. Auch mit Sesam in der Panade und der Käse sieht irgendwie auch genauso gleich aus. Ich glaube, die haben auch einen Emmentaler genutzt. Also sage ich einfach mal, die sind gleich, aber mal probieren, ne? Schenkt sich echt nichts. Und das schmeckt auch so wie der erste Nugget. Also verblüffend ähnlich, einfach 1:1. Und ja, hier wird anscheinend von derselben Firma produziert. Wer Lust hat, das zu recherchieren, kann es ja mal machen und unten reinschreiben. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Dann habe ich mir die Arbeit da erspart. So gesehen, ja, die Nuggets kann man mal machen als Alternative. Schon interessant. Ich war eigentlich im festen Glauben, dass noch mehr Läden diese Dinger haben. Zumindest meine ich, dass ich auch mal welche bei Lidl gesehen habe. Aber ich war in zwei verschiedenen Läden und die gab es da einfach nicht. Also so gesehen, ich dachte, der Test wird ein bisschen größer. Aber muss ja nicht immer so sein. Dafür habe ich noch einen ziemlich großen vorbereitet. Der liegt jetzt in meiner neuen Tiefkühltruhe. Jedenfalls, lasst mal in den Kommentaren wissen, was ihr von den Chicken Nuggets haltet mit der Käsefüllung. Und ansonsten sehen wir uns bis bald bei Schmackofatz. Schmeckt echt mal nach was anderem. Ich finde die Sesam... dann habe ich mal jetzt eins von... Dann komme ich mal zu dem Teil von... wie heißen die nochmal? Iglo. Psst. Ich vergesse die ganzen Marken. Wie der von Rewe. Auch mit so einer Sesampanade innen drin. Also nochmal neu. Nicht innen drin, die Panade ist ja außen. Ne? Edeka Nugget, der verdächtig aussieht. Genauso... nee.
der verdächtig genauso aussieht wie The Deutsch. Wo ist das? Wo ist Deutsch? Achso, und teilt doch das Video mit irgendwelchen Leuten. Also ihr solltet euch nicht jetzt in der Bahn neben jemanden stellen und sagen, hey, hier, guck, ne? Bisschen zu aufdringlich, aber so subtil teilen wäre nice. Danke. Ja. Das ist komisch. Schneide ich das raus?